Dem Badhaus in Leogang drohte das Aus. Die Pandemie hat das Sozialprojekt schwer getroffen, doch dank vieler engagierter Spender ist die Fortführung der Arbeit im Badhaus vorerst wieder gesichert. Auch der Pinzgauer Dreiksang wollte dazu seinen Beitrag leisten und hat ein Benefizfest ins Leben gerufen. Vielfältiger Musikgenuss sowie Spiel- und Mitmachstationen lockten am 26. Juni viele Besucher zum Benefizfest zugunsten des Badhauses Leogang. Das geschichtsträchtige Haus ist seit 10 Jahren ein ganzheitlich und gemeinnützig ausgerichteter Ort für Menschen in Krisen- und Notsituationen. Durch die Corona-Pandemie stand das Sozialprojekt 2021 kurz vor dem Aus. Was folgte, war eine Welle der Solidarität, die dem Badhaus wieder auf die Beine half. Letztes Beispiel in einer langen Reihe war eben das Benefizfest Miteinander für die gute Sache, ins Leben gerufen vom Pinzgauer Dreigesang. Ja, also die Anja Jung kennen wir ja schon lange. Bei allen Problemen, was so, wo es menschelt oder wo halt die Gesundheit einmal zwickt, da ist sie einfach zur Stelle. Und sie ist eine, was einfach spontan hilft. Auch wenn er momentan einmal keine Mittel hat, hilft sie genauso. Und es war uns ein Anliegen, dass die Anja einmal geehrt wird für das, was sie alles tut. Und dass sie auch merkt, dass wir hinter ihr stehen. Nun braucht aber Anja Jung selber Unterstützung und deswegen hat der Pinzgauer Dreigesang mit Hilfe von Leoganger Vereinen und Musikkollegen das Benefizfest auf die Beine gestellt. Wisst, wo mein Heimat ist, drum auf der Leiten, da stehen drei Hilfbeine, siehst es vom Weiten. Im Badhaus ist in den letzten Jahren viel passiert. Das aktuellste Projekt ist der Bau vom sogenannten Nest, einem barrierefreien Apartment für Familien mit Kindern, die nur noch eine begrenzte Lebenszeit haben. Die verbleibende Zeit soll damit nämlich nicht im Krankenhaus verbracht werden können, sondern mitten in der Natur und vor allem gemeinsam mit der Familie. Genau das wollen wir diesen Familien im Nest ermöglichen, dass die gesamte Familie gemeinsam im großen Familienpflegebett übernachten kann und dieses Familienpflegebett eben auch auf eine Terrasse geschoben werden kann, wo die Kinder den Bach hören, den Wald riechen und mitten in der Natur sind, einfach um diese Zeit, um jeden Moment ihres Lebens so sanft und so schön und so liebevoll wie möglich zu gestalten. Projekte wie das Nest verdienen wirklich jegliche Unterstützung. Da geht mir das Herz auf. Was will man da noch mehr sagen? Und das ist so unterstützenswert, Leute geht spenden, weil das ist einfach eine ganz tolle Sache. Ja, die Entwicklung vom Bauhaus ist großartig und grundsätzlich ist dieses Bauhaus einfach, ja, ich glaube, eine Oase der Menschlichkeit und natürlich auch großartig, was da heute passiert, dass der Pinzgauer Dreigesang das Fest organisiert und die Leoganger so zugehen und auch zusammenhelfen, wenn es gut ist, dass man zusammenhilft. Diese Welle der Solidarität in den letzten Monaten macht Anja Jung unglaublich dankbar. Dafür finde ich gar keine Worte. Das überwältigt mich jeden Tag. Und ich nehme ganz, ganz tiefes, kräftiges Vertrauen mit darin, dass wir weiterhin im Badhaus bleiben werden und vor allem auch so wertvolle Projekte wie das Nest auf den Weg bringen werden, gemeinsam eben, miteinander und füreinander. Добрий чи зле з тобою завжди вони.